gemütlich am Lagerfeuer, genießen den Abend. Heute ist Weihnachten. Heute ist der erste Weihnachtstag. Eine gegrillte Gurke mache ich gerade und die ist mit einem Loch rein, einem Band gegen und einem Stock fest und die macht man. Das ist ja wie eine Angel. Fest, ja, eine Angel sozusagen. Und die soll brennen und dann, also nicht ganz brennen und dann esse ich sie gebraten. Ganz oben. Wie ein kleines Dünenplateau ausgebildet. Dahinter liegt die steil abfallende Felsen. Und auf dieser Seite ist der Dünensand halt hochgeweht worden. Er hat sich hier abgelagert mit dem Berg. So rum wie mir, aber dies ist die feste Flanke, wo ich gerade drauf stehe. Quasi hier runterrutschen. Bis zum Fünfchen. So, ich mache mal ein Video, dass ihr es auch wirklich bis hier oben geschafft habt. Und jetzt kommt hier eine Dromedarherde vorbei. Spannend. Die waren eben ziemlich aufgeregt und sind galoppiert. Aber jetzt sind sie wieder ein bisschen ruhiger. Ja, der erste kommt runter. Wie aufregend. Wie viele das sind. Da hinten kommen immer noch welche hinterher. Ja, die können auch schneller, ne? Das ist für dieses auch doof hier zu laufen. Weil ihr ganz bräuchlich heute. Wenn der Weiße, guck mal. Der ist Lukas, guck mich mal an. Wenn der Weiße den Busch vorbei ist, dann gehen wir langsam. Eine ganze Dromedarherde, die zieht hier gerade durch. Wahrscheinlich sitzen wir auf ihrem Essplatz. Starten einen neuen Tag.
Vor der Salzwüste. So, wir sind auf dem Salzsee, Leute. Guck mal. Wirbelt Rosa ordentlich Staub auf. Da möchte sie. Kannst du bitte fahren? So ein Pferdchen. Kein Wunder, dass die anderen Abstand halten. We are following. Okay. Wir brauchen doch keine 3 Wochen saure Gurken zu essen. Rosa hat eine Dose gefunden zum Müllverbrennen. Und was war vorher drin? Nestle Babypulver. Nestle Babypulver. Na, das passt ja. Ja, aber mit arabischen Köpfen. Mit arabischen Köpfen, okay. Da ist man froh, dass man Geländeuntersetzung, Allradantrieb und so hat. Die Sperren konnten wir bis jetzt noch verzichten. Du siehst auch jetzt Folgendes, wir sind vom Spielchen neben, also mal näher. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Das ist nicht gepasst, ne? Das ist Schwierigkeitsstufe 3. Das ist Schwierigkeitsstufe. Ich gucke, ob ich den Reifen irgendwo überholen kann, weil ich möchte auch ungern hier anhalten. Dadurch. So langsam, aber wir sind gleich durch. Aber gleich durch das nächste. Wir sind, glaube ich, bei 2,5 Bar.
fahren super schnell. Mal wieder ein paar Reifen in der Wüste. Das ist ein kleiner Kreisverkehr. Oh. Das ist Pistenmarkierung. Und auf unserer Seite sind noch die Berge im Hintergrund. Achtung, Rubel. Rosa heizt hier mit unglaublichen 28 km/h. Aber das ist richtig, weil hier sind zwischendurch mal unangekündigt irgendwelche Bodenwellen und da haut es sich dann aus den Sitzen. Es ist halt immer ein bisschen grün. Das ist Wüste mit Rückenwind und Gegenlicht. Rosa schickte gerade wieder ein paar Rauchwolken an uns vorbei. Staubwolken. Sagt so immer, friss Dreck. Da hinten weht unsere Staubfahne vom Bremsen. Und Martin macht auch gerade eine schöne Staubfahne. Seid ihr da? Ja. Und? Wie war dein Fahrtag heute? Ja, dieses endlose Hobbel, Stoppel und irgendwie kaum Veränderungen in der Landschaft ist schon ein bisschen anstrengend. Aber war schön, natürlich ist es schön. Und hier finden wir gleich bestimmt noch einen schönen Stellplatz. Oh, was für ein Abendlicht. Kletten sind hier etwas anhänglich. Die kommen sogar mit dem Reifen mit.
Nein, das war keine Wegmarkierung. Das war eine Dose, die da rumlag und da war nichts drin. Und dann machen wir jetzt eine Feuerdose draus.